Hey Freunde, willkommen zu einem weiteren Vanilla Permissions Video. Heute schreiben wir ein ID-System, wozu das gut ist und was das machen soll, nach dem Intro. So, also, wozu eigentlich ein Vanilla Permissions, also ein ID-System für Vanilla Permissions? Vanilla Permissions wird mit Scoreboards laufen. Und das Problem an Scoreboards ist eben, dass man in Scoreboards nur Zahlen speichern kann, nur Integer und keine Strings. Das heißt, wir können da keine Spielernamen einspeichern. Nun ist aber der Fall, dass man für manche Befehle, wie zum Beispiel, ja, was wäre denn da mal einer? Eigentlich für jeden. Game Mode zum Beispiel. Oder, ja, keine Ahnung, was wäre denn da einer? Auf jeden Fall, es gibt Befehle clear, genau, clear, war das Beispiel, was ich hatte, wo man Spieler anvisieren muss, sage ich mal, mit den Commands. Das heißt, man muss in dem Fall quasi einstellen, welcher Spieler soll denn gecleared werden. Und, ja, da das eben, da wir nicht direkt den Spielernamen bei Scoreboards eingeben können, müssen wir das so machen, dass wir dem Scoreboard ja, eine Zahl einspeichern und der Spieler, der diese ID auch hat im ja, ID-System, mit dem wird das Ganze ausgeführt. Das heißt, der wird dann geklärt oder dessen Game Mode wird geändert oder sowas. Ja, dann würde ich sagen, wir beginnen damit auch direkt. Dazu wechseln wir einmal in die Bildschirmaufnahme, so wie immer. Und ja. Ich werde das Ganze rekursiv machen, weil mit Rekursion, oder beziehungsweise weil Rekursion hat die Vorteile, dass man es nicht hardcoden muss und dass es innerhalb eines Ticks funktioniert. Das heißt, ja, sobald sich ein Spieler einloggt, wird ihm im selben Tick die ID zugewiesen. So, dafür erstellen wir ein neues Scoreboard. Das Ganze nennen wir ja einfach ID und das ist Dummy. So. Und mir fällt gerade ein, wir müssen das Ganze auch initialisieren. So, das heißt, wir machen jetzt hier uns einfach noch ganz kurz eine neue MC-Function. Das ist die load.mc-Function. Ja, .mc-Function sollte ich auch dahinter schreiben. So, die müssen wir ganz kurz bearbeiten. Und zwar ja, wir werden ja eine Menge Scoreboards hinzufügen und damit man das auch einfach in seine eigene Welt übertragen kann, das Datapack, oder auf seinen eigenen Server, so ist es ja gedacht, soll man diese Scoreboards automatisch dann hinzugefügt bekommen. Das ist das, was jetzt hier im Prinzip passiert. Einmal abspeichern. Und dann können wir das auch erstmal... Na, ich lasse es mal offen. So. Jetzt haben wir dieses Scoreboard. So, was machen wir damit? Wir gehen davon aus, dieses ID-System ist in dem Moment, wo der neue Spieler joint, auf 1 gesetzt. Das heißt, wir machen execute if entity, nein, also zuerst brauchen wir ein unless, fällt mir gerade ein, unless entity at e nee, wir müssen das anders machen. Execute if score. Wie funktioniert das genau? Wie macht man das? Execute if score at e. Wie macht man das, dass man Scores vergleicht?
execute unless entity at e scores ist gleich und dann machen wir das. Wie wählt man denn, kann man hier, man kann ja nicht einfach sagen, wenn es, wenn der Score von irgendeiner Entity ja, nee, geht nicht. Mann, das ist jetzt schwer. Ich glaube, wir müssen das doch hardcoden. Aber das ist ja blöd. Sag mal, warum funktionieren meine Alt-GR-Tasten nicht jetzt? Das wäre schön, wenn man das eigentlich direkt in den Selektor reinschreiben könnte. Und wenn mal execute s at e. So muss es gehen. If score at s id matches ist gleich und dann dann nehmen wir da unseren Speicher. Ja, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Also. So, ich wollte jetzt fast schon die Aufnahme nochmal neu machen, so. Nein, nicht experience. Execute s at e. If score at s. Ach so, if score at s id. Matches. Ne, Moment. Ist Score ID ist gleich. Wir machen mal kurz Scoreboard Objective Set Display Sidebar ID so. Scoreboard Player Set. ID, ID 1. So. Jetzt machen wir mal hier einen Armor Stand. So. Hier haben wir den schon. Jetzt machen wir Scoreboard Player Set at E Type Armor Stand. ID 1. So, und jetzt machen wir. Da müsste ich theoretisch. Also ich will es jetzt hinbekommen, dass ich
weil schon einer mit der ID 1 existiert, die ID 2 bekomme. So, ich mach mal ganz kurz den Command doch in-game. Execute s at e if score at s. Ja, ID ist gleich. ID. Run. Scoreboard Player, nee, Moment, das heißt ja nur noch Run Tag at S at. Nehmen wir den auch ID. So, den Command nehmen wir jetzt hier einfach und packen den hier mal rein. So, was der macht, ist der. Wir fügen als jede Entity, die den Score von ID schon den hat, der eigentlich zugewiesen werden soll im Scoreboard ID, dann wird dieser Entity der Tag ID hinzugewiesen. Und jetzt machen wir execute if entity at e Nein, Moment, if score at e limit gleich 1, Tag ist gleich ID in ID. Kleiner. Nein, das ist ja Quatsch. Wir müssen das machen, wenn eine Entität existiert, die diesen aktuellen Score hat. Ja, Moment, nee, wie machen wir das? Wenn der Score. Ach man, das ist ein bisschen kompliziert schon. Rekursion ist auch nicht so einfach, muss man schon sagen, obwohl wir gerade noch nicht mal beim rekursiven Teil sind. F-Score at E. Nee, wir müssen das jetzt machen. Execute s at e scores ist gleich. Und jetzt. Nein, Quatsch. Tag ist gleich ID. If score at s ID. Ist gleich ID. Run. Das lassen wir mal offen. Das lassen wir erstmal offen. So.
Doch, 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 Moment. Scoreboard Players Operation ID Save ID ist gleich ID. So. Und jetzt machen wir execute if score ID. Wenn das größer ist, also als von ID save ID run Scoreboard Players Operation Add ID ist gleich ID. Na, stopp, 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 stopp. Was soll das denn hier? ID. Nein, das will ich nicht. ID. So, und jetzt execute if score ID ist gleich ID unterstrich save ID run function Function. Jetzt müssen wir einfach die Function nochmal aufrufen. So, jetzt ist nur kurz die Frage, wie heißt denn die? Function. Achso, jetzt muss ich erstmal hier kurz reloaden. Function. Na. Terms Doppelpunkt Main slash ID, also. Params Doppelpunkt Main slash ID. So, und dann muss sie an den anderen noch an den Anfang meine ich. Scoreboard Players Add ID 1. So, jetzt machen wir mal Steuerung S. Jetzt machen wir na, Scoreboard Player Set ID 0 und Function Perms ID. Achso, ich muss natürlich noch reloaden, ist klar. So, jetzt warten wir mal kurz. So, jetzt nochmal. Und ich habe die ID 2 zugewiesen bekommen. Und achso, was natürlich noch am besten direkt passieren muss. Kann man hier duplizieren? Wie in Notepad zum Beispiel? Nee, leider nicht. Okay, schade. Naja, run Scoreboard Player Set ID 0. So, Steuerung S und slash Reload. So, was ist? Wenn wir jetzt warten, bis es reloaded ist, was machen wir? Scoreboard Player Set at E Type gleich Armor Stand Limit gleich 1, Sort gleich Nearest ID 2. So, und jetzt
Set at S ID 0. Ach so, und ach so, warte mal. ID größer als ID safe. Da muss natürlich zuerst ID safe auf 0 gestellt werden. Damit einfach alles wieder auf 0 ist. So, da machen wir noch was, der Reload. So, und jetzt gibt es also schon einen mit der 1 und einen mit der 2. Jetzt müsste ich also im Prinzip die 3 eigentlich zugeordnet bekommen. Ich bekomme jetzt die 4 zugeordnet. Warum, verstehe ich nicht. Jetzt habe ich dann doch die 3 bekommen. Also ich weiß jetzt, es hat sich ständig wieder aufgerufen. Warum das? Ne, nehmen wir das hier doch mal wieder raus. Ich glaube, das war nicht so gut. Das ist ja eigentlich auch egal, wie ob der IP-Safe jetzt resettet wird oder nicht. Hauptsache, die ID wird wieder auf 0 gesetzt. Darum geht's ja. So, machen wir das nochmal. Okay, ich muss mir natürlich selber vorher immer wieder die ID auf 0 setzen, sonst gibt es mich selbst ja schon als mit der ID 3. Set at S ID 0. So, und jetzt sollte ich immer die 3 bekommen. So, und nochmal. Ja. Und das Ganze funktioniert innerhalb einem Tick. Das liegt eben daran, dass wir die Function, solange das mit der ID nicht hinhaut, im selben Tick sozusagen wieder aufrufen. Und das passiert alles, solange es halt so jemanden schon gibt, immer und immer wieder im selben Tick. Und so verbraucht diese Methode nicht mehr Ticks. So, wo sind wir denn schon bei 23 Minuten fast? Das ist ein bisschen heftig. So, zuletzt will ich, na ne, obwohl doch, wir machen das jetzt noch in der Folge, die ist jetzt eh sehr, sehr lang. So, das heißt, wir machen jetzt noch die Tick-Function. Da geht es nur um ein kurzes darum, dass sich dass man halt, ja, also die Tick-Function erstmal geht darum, die wird jeden Tick ausgeführt, und da geht es darum, dass, wenn man sich neu einloggt, man eben automatisch eine ID zugewiesen bekommt. So, und zwar dafür erstellen wir ein Scoreboard. Add das nennen wir Login Minecraft.custom Doppelpunkt Minecraft.leafgame. Genau, so, dann werde ich es auch leaf-game nennen. Leave game. So. Und zwar, ja genau, das wollte ich erstmal hier hinzufügen. So. In die Tick kommt jetzt execute if Entity at a score unterstrich, scores ist, ach man, ich habe in den letzten Tagen sehr viel 1.12 gearbeitet mit Linus, deswegen muss ich jetzt erstmal wieder in die 1.13 reinkommen. Naja, scores, und zwar leaf game ist gleich 1. Run. Tag at a scores
ist gleich nicht Target. Leave Game. So, und zwar remove den Tag, nenne ich jetzt aber Login, und zwar ja, und dann noch Scoreboard Players Reset at A Scores ist gleich Leave Game ist gleich 1 Punkt Punkt Leave Game. So, das heißt, das Ganze kann immer wieder ausgeführt werden. Und dann als letztes, so jetzt ist halt die Frage ID-Function. Ja, doch zur Sicherheit. Scoreboard Player Set at A Tag Ausrufezeichen Login. Wie habe ich das genannt? ID. ID 0. Und dann, ja, ich will da jetzt kein Score. Und dann execute S at A Tag ist gleich Ausrufezeichen Login. Run. Hier habe ich doch, da habe ich Run. Function. Welche Function waren das hier? Können wir das kurz rauskopieren? Und Tag at A Tag Ausrufezeichen Login at Login. So, jetzt müssten wir das Ganze auch endgültig fertig haben. Dass man sich, so dass man, sobald man sich wieder einloggt, auch wieder, ja, direkt eine ID zugewiesen bekommt. Das können wir eben mal ausprobieren. So, das heißt, wir sehen, jetzt habe ich hier eine 3. Hört man die Feuerwehr jetzt? Nee, scheint man nicht zu hören. Okay, bei mir fährt gerade draußen eine Feuerwehr vorbei. Naja. So, und joinen wir nochmal neu rein. Und dann werden wir sehen. Ich hoffe, wir werden sehen, dass mir diesmal die ID 1 zugewiesen wird. Ach nein, wisst ihr, woran es liegt? Ich habe natürlich noch nicht im Datapack die Ticks und die Loads festgelegt. Dazu, ja, gehen wir hier ganz kurz in Data, und zwar bei Minecraft Tags. Functions. So. Einmal in die load.json packen wir auch schon mal direkt. Die habe ich, glaube ich, sogar in Notepad noch geöffnet. Ja. So, und zwar kommt hier rein. Params Doppelpunkt main slash load. So, damit hätten wir das schon mal festgelegt. Jetzt kommt noch die Tick. Und hier kommt rein Params Doppelpunkt Main slash Tick. So, jetzt sollte das Ganze aber wunderbar funktionieren. Ja, da war jetzt ganz kurz jemand im Raum, das werde ich jetzt aber nicht rausschneiden. Ja, einfach weil ich gerade dabei bin, viel für diese Serie auch vorzuproduzieren sozusagen. Ich befinde mich gerade in einer Aufnahmesession. Und ja, jetzt sehen wir, ich habe die ID 0 zugewiesen bekommen, was daran liegt, dass jetzt hier noch keiner mit der 0 ist, obwohl. Ne, Moment, das soll so eigentlich nicht sein. Da habe ich jetzt einen Fehler hier.
ID. Die ID bekommt doch automatisch eigentlich eingeaddet, das verstehe ich jetzt noch nicht. Und dann wird eigentlich die ID doch übertragen, oder? Ach nee, wenn noch niemand anders online ist. Wird ID safe ja logischerweise auch gar nicht. Mit ID safe wird ja nur rumgemacht, wenn schon. Oder, ja, rumgemacht, ihr dürft lachen. Sorry. Nehme ich überhaupt meine Audio wieder auf? Ja, okay. Ist ja jetzt ärgerlich gewesen. Wir sind schon bei über einer halben Stunde, macht aber nichts. Aber trotzdem wird doch hier gemacht. Ach nein, es ist ja dann kleiner. Und hier machen wir nur, wenn es größer ist und wenn es gleich ist. Wir behandeln hier gar nicht, wenn ID-Safe kleiner ist. Das heißt, wir machen das hier, machen wir direkt mit in der Tick-Function. Dann nehmen wir einfach das hier. Und jetzt nehmen wir das und löschen das hier raus. So. Jetzt nehmen wir einfach das und machen das hier nochmal und dann setzen wir aber von ID Save ID auf 0. So, das heißt, jetzt sollte es wirklich klappen. Das heißt, wir reconnecten nochmal auf die Welt. Und es funktioniert, wir bekommen die ID 1, sehr schön. Und wenn wir jetzt hier ein Armor Stand erschaffen und dem aber die ID 1 schon geben, Player Set, Add Type Armor Stand ID 1 und jetzt reconnecten wir nochmal. Wir bekommen die ID 2. Das ist doch super. So funktioniert das ganz einfach mit dem ID-System und dass man eine ID zugewiesen bekommt. Ja, das waren jetzt sozusagen die beiden Einführungsfolgen. Ab morgen kommt dann die erste Folge zum richtigen Command. Die, ja, ich weiß nicht, ich denke mal, ich werde das mit den Folgen so ähnlich machen wie The Jawcraft, dass ich sozusagen das jetzt die minus erste Folge ist und die davor die minus zweite. Ja, ist ein bisschen abgeguckt, aber ich finde das System ehrlich gesagt echt ziemlich nice. Oder die ID. Generell. Ja, mehr habe ich glaube ich für heute nicht zu sagen. Ihr wisst jetzt Bescheid. Ab morgen fangen wir dann mit dem ersten Command an. Das wird dann clear sein. Denke ich mal, das wird dann slash clear sein. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video und ciao.